Die ersten Schritte sind gemacht. Sind wir ziemlich tot? Wir haben unsere Grenzen nach oben verschoben. Absoluter Wahnsinn. Und schon zwei Landesgrenzen überschritten. Wir sind in Italien, am Pizzajoch. Doch die größte Challenge steht noch bevor. Auf unserer Reise von München nach Venedig. Wir laufen schon fast eine ganze Stunde. Wir sind heute wieder superzeitig aufgestanden, weil es im Laufe des Nachmittags regnen soll und wir müssen heute wieder über eine Scharter nach Tumnos. Die müssen wir noch wirklich trocken passieren und dann kann es anfangen mit Regnen. Aber bitte kein Gewitter, nicht am Berg. 8 Stunden sind es laut Wanderführer. Trotz schlechter Wetteraussichten ist die Laune gut. Noch. Denn mal wieder biegen wir falsch ab. Laufen 1,5 Stunden, 3,5 Kilometer und 600 Höhenmeter den Hochpfeiler hinauf. Erst jetzt checken wir, dass der Verbindungsweg gesperrt ist. Panik kommt auf. Wir klemmen die Beine unter die Achseln, rennen in der Hälfte der Zeit den Berg wieder runter und auf der anderen Seite hoch. Ja, und dann stand halt mal ein Schild, missverständlich da. Sind wir halt diesen Berg hoch, bis dahin. Und dann wieder runter und hier wieder hoch. Ich könnte heulen. Hier ist der Weg, der uns heute sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Die 8A ist gesperrt. Die 8A führt da hinüber. Zu Wiederscharte geht es da lang. Hätte ja sein können, die 8 wird noch zur 8A. Das wurde sie nicht. Wir hätten also einfach 2 Stunden sparen können. Shit happens. Nicht nur Zeit hätten wir sparen können, sondern vor allem Energie. Nach dem Adrenalin kommt der Schmerz. Und zwar überall und mit voller Wucht. Wie Automaten laufen wir Richtung Tal bis nach Pfunders. Die Bilanz? Statt 17 sind wir 30 Kilometer gelaufen. 2000 Höhenmeter hoch und 2000 Höhenmeter wieder nach unten. An den Füßen habe ich die heftigsten Blasen ever. Gewittert hat es übrigens erst spät in der Nacht. Viele Venedig-Geher nehmen von Pfunders aus den Bus ins Tal. Auch Sebastian liebäugelt mit der Option. Die Gliederscharte steckt uns in den Knochen. Ich gehöre allerdings zu den Puristen und setze mich zumindest heute durch. Hallo. Hallo. Wir sind in Niederwinkel angekommen.
gestern Abend und heute Morgen gab es ein riesen Unwetter. Und jetzt, als wäre nichts gewesen, wunderschöner Sonnenschein. Wir haben dann noch einen Aufstieg vor uns bis zur Kreuzwiesenalm. Ich muss aufpassen, dass mir hier nicht alles weggefuttert wird, weil der Elch ist wieder mit dabei. Der Ehrgeiz, alles zu Fuß laufen zu wollen, rächt sich. Denn der Aufstieg durch den Rodeneckerwald ist so anstrengend und arm an Aussichten, dass wir nicht mal ein einziges Bild machen. Wir sind vollkommen im Eimer, als wir die Kreuzwiesenhütte erreichen. Tag 14. Tag 14, wir haben Pausentag auf der Kreuzwiesenalm und durch ganz viel Glück und Zufall können wir jetzt in unserem eigenen Zimmer waschen. Wir hatten zwei Lagerplätze gebucht und zweimal ein Doppelzimmer bekommen. Und jetzt in der zweiten Nacht haben wir sogar drei Bettzimmer mit eigenem Bad und Dusche. Das ist ein totaler Luxus. Es schüttet fast den ganzen Tag. Wir beobachten den Regen aus dem Fenster und aus der hütteneigenen Sauna. Nutzen die kurzen Pausen zwischen den Schauern für einen Spaziergang. Ein Glück, dass wir heute nicht weiterlaufen müssen. Heute ist Halbzeit. Mittlerweile sind wir ziemlich weit draußen. Keine Anrufe, keine Nachrichten, kein Druck. Momente wie diese sind zwar leidvoll erkämpft, aber ich fühle mich stark wie nie, ganz bei mir. Und bin gespannt, wie mich, wie uns, diese Reise noch verändern wird. Die Kreuzwiesenalm lassen wir hinter uns. Mit ihr verlassen wir endgültig die Zentralalpen und brechen auf in die Dolomiten. Stau auf dem Wanderweg. Die Kühe von der Kreuzwiesenalm werden hochgetrieben. Über den Kamm der Lüsener Alm wandern wir heute entspannt bis zur Schlüterhütte. Puh. Was für ein Aufstieg. Aber es ist schon wieder wunderschön. Wir hatten so ein Glück mit dem Wetter heute. Teilweise kann man wahrscheinlich auch bis zurück nach Österreich von hier aus gucken. Ist einfach total schön. Die Beine sind leicht. Wir kommen gut voran. Und der Genuss beim Wandern ist wieder da. Wir inhalieren die kitschige Postkartenidylle und staunen über grandiose Ausblicke. Dann erreichen wir endlich den Peitlerkofel, das Tor zu den Dolomiten. Beim Aufstieg sind wir plötzlich nicht mehr allein, müssen Aussichten und Wege mit vielen Touristen teilen. Sind wir gerade über die Peitlerscharte drüber und jetzt sehen wir das erste Mal so richtig die Dolomiten. Ungefähr 30 Minuten, dann haben wir es für heute geschafft. Genießen dann hoffentlich einen Kaiserschmarrn. Ein heftiger Hagelschauer zieht durch die Berge, kurz nachdem wir am Etappenziel sind. Auf der Schlüterhütte sehen wir am Abend ein letztes Mal die Sonne. In den nächsten zwei Tagen werden wir sie schmerzlich vermissen.
Nachdem wir bisher ja echt Glück hatten so mit den Hütten, haben wir heute zum ersten Mal den italienischen Massentourismus kennengelernt auf so einer Berghütte. Zwischen 7 und 8 gab es Frühstück und da rannten ungefähr 80 Leute los. Das Personal ist zwar super freundlich, total nett, der Service ist gut, aber es sind halt wahnsinnig viele Leute. Also, das war schon gewöhnungsbedürftig. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es besser wird und dass wir wieder auf ein paar gemütlichere Hütten kommen. Da ja in der zweiten Hälfte unserer Reise auch eigentlich keine Hütten mehr dabei sind, die auf der traditionellen Route vorgeschlagen werden, weil die alle schon voll waren, hoffen wir einfach mal, dass es dort auch ein bisschen entspannter wird und dann ja, wir die Sache auch wieder noch mal mehr genießen können am Abend und vor allem früh morgens. Die Wetteraussichten sind schlecht. Hilft nichts. Bei schönem Wetter kann ja jeder wandern. Nach 2 Stunden weicht es uns tatsächlich ein. Weil die Berge in den Wolken versinken, entscheiden wir uns gegen die Kraxelei über die Forcella Nivea. Blöd nur, dass wir auch auf dem Umweg über einen Klettersteig müssen. Bei Pisswetter klettern. Macht richtig Spaß. Geht schön die Pumpe. Oder? Ja, die ging. Der Regen hat aufgehört, wir sind jetzt aber weitergelaufen an der Puhlshütte vorbei. Wir wollten dort eigentlich uns kurz aufwärmen und irgendwie ein bisschen trocknen, zumindest was essen. Es war so voll, die Leute haben bis draußen Schlange gestanden, weil natürlich alle Wanderer dort lang gekommen sind und total durchgeweicht waren. Und wir sind jetzt froh, dass wir eigentlich dann im Frara Berghaus sind, am Grödneujoch. Haben jetzt nochmal 2 Stunden zu laufen. Also, es geht weiter. Immer wieder beginnt es zu regnen. Das Zirrjoch wirkt wie eine kleine Version des Grand Canyon. Doch die Geduld ist am Ende. Hunger, Nässe und Kälte treiben uns Richtung Tal. Zwischen den Wolkenfetzen bekommen wir nur eine Ahnung von der verwunschenen Schönheit der Puhls-Geißler-Gruppe. Für heute ist auch kein besseres Wetter angesagt. Also es soll den ganzen Tag irgendwie regnen. Gegen Mittag soll es dann nochmal richtig heftig werden. Wir packen jetzt noch alles zusammen, gehen frühstücken und dann geht's auf den höchsten Punkt der Wanderung, auf den Bue-Gipfel. Wir laufen los, stochern uns durch die Wolken in den Sellerstock hinein. Sind die Berge wieder weg und wir haben wieder nur eine Sicht von 50 Metern. Ah, ist das nervig. Durch das Valsettos schlängelt sich der Weg wieder über einen Klettersteig nach oben. Wenigstens ist es diesmal trocken. Doch auf dem ersten Plateau schlägt das Wetter plötzlich um. Wolken, Sturm und Regen machen den Aufstieg fast unmöglich. Minutenlang hocken wir unter einem Felsen vor dem letzten Klettersteig, bevor wir doch noch heil die gemütliche Capanna Fassa erreichen. Es wird ein feuchtfröhlicher Abend. Mit reichlich Latschenkieferschnaps. Vor der Hütte tobt derweil der Sturm. Aus dem Sonnenaufgang über den Gipfeln wird nichts. Trotzdem können wir am Morgen unseren Augen kaum trauen. Mega. Boah. Mega.
10 Zentimeter Schnee. Anfang August. Das ist selbst hier oben außergewöhnlich. Gipfelglück auf 3152 Metern bei minus 4 Grad. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt unserer Reise. In einer Doppeletappe geht es heute allerdings fast 3000 Höhenmeter hinab bis Allege. Wir sind so dankbar, dass wir uns der Bergführerin und ihrer Gruppe anschließen dürfen. Trotzdem kostet uns der frostige Abstieg wertvolle Zeit. Mit der SAS Bordeaux sparen wir immerhin 700 Höhenmeter. Unten angekommen ist der Sommer plötzlich zurück. Zahlreiche Tageswanderer drängen sich auf dem Bindelweg. Trotzdem genießen wir den Blick auf die Marmolada. Mit ihren 3.343 Metern ist sie die Königin der Dolomiten. In der Ferne sehen wir schon die Civetta-Wand. Zu unseren Füßen liegt der Fedaya-See. Hier endet Südtirol-Trento und das Veneto beginnt. Wir sehen, wir sind jetzt definitiv in Italien angekommen. Die Leitplanken kaputt und verrostet. So sieht's aus. Läuft. Ein bisschen irre fühlen wir uns schon. Über uns gondeln die Sessellifte, während wir über grüne Skipisten nach unten laufen. Das ist das erste Mal, dass Belluno ausgezeichnet ist. Das Ende quasi der Alpen. 60 Kilometer eigentlich, wenn man die Straße macht. Wir wollen ja nicht die Straße. Andiamo. Durch die Täler könnten wir Belluno in 2 Tagen erreichen. Über die Berge dauert es doppelt so lang. Nach dem Straßenhatscher bis Allege ist uns das aber allemal lieber. Buongiorno aus Allege. Wir wollen jetzt gerade noch schnell ein bisschen Proviant einkaufen. Und jetzt geht's Richtung Tissi-Hütte und dann Richtung Rifugio Vazzolero. Heute haben wir eine vergleichsweise kurze Etappe zu gestern. Aber schwarz. Aber schwarz und den Berg hoch. Also, Beine unter die Achseln, los geht's. Über Mazaré starten wir unseren Aufstieg zur Civetta. Heute nehmen wir uns Zeit, legen erst einmal einen Waschgang ein. Durch dichten Nadelwald geht es steil bergauf. Immer wieder halten wir an, staunen über die Aussicht auf Allege. 3 Tagesetappen können wir von hier aus teils bis zum Peitlerkofel zurückblicken. Erst später erfahren wir, dass der Weg wegen Steinschlag eigentlich gesperrt ist. Über die ausgetretenen Pfade geht es nur langsam voran. Doch der Blick auf die Wand der Wände entschädigt die Anstrengungen. Wir fühlen uns wie Glückspilze. Auf den letzten Kilometern sind wir wieder vollkommen allein. Kein Mensch kreuzt unseren Weg.
Es war unsere erste richtig italienische Hütte. Es gab Gott sei Dank mal was anderes als Pressknödel und Käsespätzle. Spaghetti. Die Betten waren... Also deins war gut. Meins war gut. Ich habe jede Feder gemerkt. Um das Mojazza-Massiv führt uns der Weg heute bis zum Passo Duran. Mitten hinein in die südlichen Dolomiten. Wanderer aus Deutschland oder Österreich verirren sich kaum hierher. Und auch wir betreten unbekanntes Terrain. Die bleichen Felsen ragen wie scharfe Zähne aus der Landschaft. Unvorstellbar, dass sie einst Korallenriffe tief am Meeresboden waren. Die Natur erinnert uns ein wenig an die nördlichen Kalkalpen, das Karwendel. Langsam macht sich das Gefühl breit, alles gesehen zu haben. Wir genießen mehr und mehr die freien Stunden in der Hütte, am offenen Feuer, mit guten Gesprächen. Der Berge ist zur Selbstverständlichkeit, das Laufen zur Routine geworden. Es zählen nur noch die wichtigsten Grundbedürfnisse: Schlafen, Essen, Trinken und trockene Kleidung. Obwohl wir fast den südlichen Alpenrand erreicht haben, bleibt das Wetter unbeständig. Immer wieder regnet und gewittert es. Auf der Bramparet-Hütte sind wir nur noch 2 Tagesetappen von Belluno entfernt. Die Temperaturen sacken in den einstelligen Bereich. Wir können uns kaum vorstellen, schon bald diese Kulisse gegen die Hitze im italienischen Flachland zu tauschen. Buongiorno. Es ist unser letzter Tag so richtig in den Alpen. Wir haben übernachtet auf der Bramparet-Hütte. Es war gestern eine relativ kurze Wanderung. Bisschen schwierig dann auch irgendwie anzukommen, weil wir eben die langen Touren auch gewohnt waren. Und jetzt geht es zur Bianchette-Hütte. Wir umgehen die Schiara. Kein Klettersteig-Set und auch so ist die Kraft sowieso schon ein bisschen raus. Noch einmal sehen wir Schnee auf unserer Reise, spüren die schroffe Natur beim letzten großen Aufstieg. Mit einem spektakulären Ausblick auf die zurückliegenden Etappen verabschieden sich die Dolomiten von uns. Wir haben ein Stück Freiheit gefunden auf dieser Reise, Respekt gelernt vor der Schönheit der Natur und verstanden, dass es diese Momente sind, die das Leben lebenswert machen. Wir nähern uns dem Tal. Und genießen im Liegestuhl die Sonne. Der Kontrast zur Kälte gestern könnte kaum größer sein. Wir laufen jetzt Richtung Tal. Haben so mittelmäßig gut geschlafen im Refugio Bianchette. Es war dann doch irgendwie recht kalt mit offenem Fenster. Trotz Schlafsack. Da nehmen wir ein Stück den Bus bis Belluno und haben dann eigentlich fast einen kompletten Pausentag in Belluno.
Der Abschied auf dem Weg nach unten tut weh. Emotional, aber auch körperlich. Noch Wochen nach unserer Wanderung werden meine Knie wummern. Dann ist die Ruhe plötzlich vorbei. Krach und Hektik der Zivilisation umarmen uns. An die Welt im Tal müssen wir uns erst wieder gewöhnen. Zum Glück bleibt dafür in Belluno heute genug Zeit. Von hier aus müssen wir über den Nevigal, den letzten Bergrücken nach den Alpen. Unser Etappenziel, der Col Visentin. Der Hausberg der Venezianer ist nicht nur Skigebiet, sondern auch letzte Oase im sonst mediterranen Klima. Trotz Schatten sind wir froh über jede Abkühlung. Nicht zuletzt, weil Sebastian sich fiese Brandblasen an der Schulter gerieben hat. In der Mittagssitze bekommen wir einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage. Die letzten Höhenmeter waren super anstrengend. Wir sind eigentlich durch ein Skigebiet bergauf die Pisten hochgelaufen. Neben uns hat sich währenddessen die Gondel wieder in Bewegung gesetzt. Es ist Lift. Wir wollen ja so viel wie es geht laufen. Jetzt geht's nur noch runter. Da hinten ist Meer. Meer! Auf der anderen Seite sieht man immer noch Belluno. Das ist schon irgendwie nochmal ein verrückter Moment gerade. Ein Wahnsinn, welchen Weg wir hinter uns gebracht haben. Berge und Meer sind zum Greifen nah. Hier oben beim ehemaligen Leuchtturm auf dem Col Visentin. Von der letzten Hütte. Die Alpen liegen hinter uns und heute geht's nach unten, nach Tarso, in die Ebene. Arfanta ist unser nächstes Ziel. Ne? Wir lassen uns das Frühstück schmecken erstmal. Ja, mal gucken, was es gibt. Weißbrot. Weißbrot, wir können es jetzt schon nicht mehr haben. Aber guckt mal, wie schön das hier aussieht. Wie macht's? Bis in die Lagune war der Leuchtturm im Refugio Cinque 1 zu sehen. Wies den Seefahrern ihren Weg.
Unser Weg führt uns jetzt nur noch bergab. Und noch einmal beginnt ein ganz anderer Abschnitt auf dieser Reise. Laut begleitet von der Musik aus unseren Handys. Kein Wunder, dass wir dabei mal wieder den richtigen Weg verpassen. Aber noch ist die Laune gut. Lass die Finger von Emanuela. Lass die Finger von Emanuela. Gleich, nächste Spitzkehre, Wanderweg. Zack. Wir hätten eher schon abbiegen sollen. Müssten wir jetzt nicht so viel Asphalt laufen. Du bist eine Labertasche, sobald die Kamera auf dich gezeigt wird. Über 30 Grad sind es im Tal. Zum Glück gibt es immer wieder Trinkwasserstellen. Sie werden immer wichtiger, vor allem um die Brandblasen zu kühlen. Wir brüten in der Sonne, lechzen förmlich nach jeder Abkühlung. Den letzten Abstieg vom Col Vicentin haben wir geschafft. In Rivien eine kurze Mittagspause eingelegt, beim Bäcker mal ein dunkles Brötchen geholt. Und jetzt laufen wir hier an einem der ersten Seen Richtung Arfanta entlang. Noch am Nachmittag kippt die Stimmung. Mit den Schmerzen wachsen auch wieder die Zweifel. Nach einem super entspannten Abend in Arfanta steht fest, jetzt geben wir nicht mehr auf. Planen aber um. Für heute steuern wir noch ganz klassisch Ponte della Priula an. Das heißt Weinhänge, Olivenhaine, viel Sonne, wenig Schatten sind unsere Begleiter. Staubwege und Asphalt wechseln sich ab. Frisch geduscht geht's weiter. Hinter uns werden die Berge immer kleiner. Nur die Aussicht auf das Meer treibt uns noch an. Der 26-Kilometer-Marsch zerrt an unseren Nerven. Schier endlos geht es flach dahin. Morgen aus Ponte della Priula. Einer schönen Stadt. Einer schönen Stadt, nee. War jetzt nicht so besonders sehenswert. Gut zum Übernachten, okay. Aber wir sind jetzt auch froh, weiterzulaufen. Warm ist es. Hilft nichts. Weiter geht's. Ab heute verlassen wir die klassische Route, die uns an der Piave entlang bis ans Meer und nach Venedig führen würde. Stattdessen laufen wir direkt Richtung Süden, nach Silea und dann Mestre. Immerhin 30 Kilometer weniger. Italiener machen uns immer wieder Komplimente dafür, dass wir laufen. Die uns zufällig mal mit dem Fahrrad überholen. Kommt selten genug vor. Ansonsten gucken alle ein bisschen seltsam, woran das wohl liegt. Jetzt sind wir endlich an einem Kanal der Sile angekommen. Das ist eine der Flüsse, die durch Treviso laufen. Und hier ist es angenehm. Also das ist eigentlich ein Fahrradweg. Aber hier kann man auch gut laufen. Es ist eigentlich auch kein Fahrradverkehr unterwegs bei der Hitze. Und man hat immer mal wieder Schatten, eine Bank, einen Mülleimer. Und das stellt uns ja schon zufrieden. Schon seit Arfanta quält mich ein heftiger Ausschlag an beiden Beinen. Rückblickend idiotisch.
Aber so kurz vor dem Ziel müssten mir schon die Beine abfallen, bevor ich aufhöre zu laufen. Morgen vom letzten Etappentag. Morgen zählt ja nicht mehr so richtig. Die Hitze hat uns gestern ganz schön zu schaffen gemacht. Es war echt hart. Und deshalb sind wir heute auch noch mal eher los. Es wird nämlich auch länger. Heute ist Feiertag in Italien. Ferragosto. Der Höhepunkt des Sommers. Bekannt als der heißeste Tag des Jahres. Und ja, für uns fühlt es sich tatsächlich so an. Die Kotzgrenze ist erreicht. Ein letztes Mal zusammenpacken, hm? Ja. Letzte Etappe, Zieleinlauf heute nach Venedig. Über die Auto- und Zugbrücke. Es geht jetzt eigentlich nur geradeaus und dann biegen wir links ab und laufen übers Meer. Oder über die Lagune vielmehr. Irgendwie komisch jetzt. Die Lagune zieht uns magisch an. Trotzdem will ich in die andere Richtung davonlaufen. Niemals ankommen. Was für ein Moment. Freude, Traurigkeit, Schmerz und Glück brechen sich Bahn. Auf dieser Reise sind wir über uns hinaus und als Paar zusammengewachsen. Was bleibt, ist die Erfahrung, dass es nicht viel braucht, um Träume zu leben. Man muss sich nur trauen. Pfeift auch noch? Pfeifst du zurück?
hoch auf die Tissi-Hütte. Jetzt, sofort, schnell. Hopp, hopp. Zack, zack. Zippende Beine, liking for you is all I need until my heart.